Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vor exakt einem Jahr haben wir unseren Antrag Freispruch für den Diesel vorgelegt. Unsere Forderungen waren klar und eindeutig. Keine Vergleiche mit der ökoradikalen deutschen Umwelthilfe. Wir erinnern uns noch ganz genau an die Klagewelle der DUH. Der Abmahnverein hatte Morgenluft gewittert, er hatte überall gegen die zuständigen Bezirksregierungen geklagt. Und ich sage ganz bewusst Abmahnverein. Sein einziges Geschäftsmodell besteht darin, in Moralpredigten, Maßregelungen und Freiheitseinschränkungen um Abmahngebühren zu kassieren. Und durch Ihre maßlose Lockdown-Politik ist das Verkehrsaufkommen im letzten Jahr im ganzen Land eingebrochen. Das haben eben sogar andere Redner schon eingeräumt. Und das einmalige Verkehrsexperiment hat aber gezeigt, der Straßenverkehr ist nicht der maßgebliche Verursacher für die hohen Messwerte. Es sind vielmehr andere Faktoren viel stärker als bislang zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Wetterlage. Das Dieselfahrverbot war nur ein Schreckgespenst. Es löst sich in Luft auf, wenn man es als unverhältnismäßige Maßnahme direkt angreift. Doch statt es auf ein Urteil beim Oberverwaltungsgericht ankommen zu lassen, hat sich die Landesregierung mit den ökoradikalen Abmahnvereinen bis zuletzt auf Kosten der Bürger verglichen. Sie springen lieber über das tiefgrüne Stöckchen und wählen den für den Steuerzahler teuren Weg, als gegen die Erpressungsversuche des Abmahnvereins zu kämpfen. Das ist erbärmlich und es ist feige. Der Vergleich ist kein Sieg, sondern eine Strafe für unsere Bürger. Frau Hein-Esser hat sich geradezu angebiedert, alle Kosten aller Rechtsstreite einschließlich der Kosten der Moderation zu tragen. Naja, Sie zahlen ja das nicht aus Ihrer gut gefüllten Ministeriumstasche als Ministerin, sondern Sie zahlen, das lassen Sie die Bürger bezahlen, die Zeche. Und ich sehe keinen Grund, diese Kapitulationserklärung zu feiern. Der Abmahnverein kann vor Freude über die Inkompetenz der Landesregierung kaum noch laufen. 14 Mal hat der Abmahnverein das Land vor Gericht gezerrt und 14 Mal ist die Laschet-Regierung eingeknickt. Das Land steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Das Land muss jetzt die ausgehandelten Maßnahmen im Luftreinhalteplan aufnehmen. Sie haben Rechtsgültigkeit. Dabei haben Sie, Frau Hein-Esser, dem Abmahnverein voll und ganz in die Hände gespielt. Sie haben das Land dazu verpflichtet, dem Abmahnverein jeden Monat über den Stand der Maßnahmen unverzüglich zu informieren. Sie haben das NRW-Umweltministerium zu einem Papiertiger gemacht, der nahezu ehrfürchtig vor der ökoradikalen NGO kniet. Sie haben auch zugesagt, 3 weitere Messstationen aufzustellen. Nicht irgendwo, sondern auf Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen. Im Zentrum der Landeshauptstadt. Uerdinger Straße, Herzogstraße und Südring. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ich kann Ihnen sagen, diese Straßen sind für Düsseldorf nicht repräsentativ. Und das wissen Sie auch. Was Sie allerdings überhaupt nicht wissen, ist, was die Messungen in Zukunft ergeben werden. Sie aber haben dem Abmahnverein versprochen, die Grenzwerte einzuhalten. Sie können gar nicht versprechen, was Sie nicht wissen. Sie wollen Tempo 30, das ist die freie Fahrt für freie Bürger der FDP. Ja, Sie wollen Tempo 30 nicht nur auf Nebenstraßen, nein, sogar auf Hauptverkehrsstraßen. Sie wollen 90% aller erzeugten Verkehre durch nicht motorisierte Verkehrsmittel oder öffentliche Verkehrsmittel abdecken. Ich erinnere an China, die Fahrräder, bevor China zur Supermacht wurde. 90% für den Umweltverbund, nicht irgendwo, sondern in der Landeshauptstadt. Das ist realitätsfern. Dann wollen Sie 30 weitere E-Fahrzeuge und genauso viele E-Ladestellplätze für Düsseldorf. Sie wollen langsam schaltende Zuflussampeln. Sie wollen allen anderen Verkehrsteilnehmern außer Busfahrer mit einem Ampelvorrichtschaltung ausbremsen. Aber Frau Hein-Esser, ja, da stöhnen Sie. Das ist die Realität, die Sie dem Bürger zumuten. Der Gipfel Ihres Kniefalls vor den ökoradikalen Abwahlvereinen war Ihre Zusage zu zukünftigen Schiedsverfahren. Ein Schiedsspruch mit mehr Einschränkungen der Bewegungsfreiheiten der Bürger und mehr Einschränkungen der Handlungsfreiheiten des Landes wird mit einem Vergleich unanfechtbar. Und dass Sie sich hier feiern lassen, das ist das Besondere. Das ist übrigens das Verlogenste überhaupt. Ihre Vergleiche sind kein Erfolg, sie sind eine Schande für unser Land und die Freiheitsrechte unserer Bürger.